Sidekick. Es ist Zeit für den Zuckerzorn. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Da war ein helles Licht. Du kannst mit deinen 14 Sachen mir seine Hand schicken. Hammergeil. Jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Gut, Freunde, wir haben den Hafen, aber die sind ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich... Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein? Ja, okay. Meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus. Hey! Sofort raus hier! Du Waage, meine Restaurante so behandelt wie billige Trattoria! Okay, zurücktreten. Die echten Superhelden sind jetzt da. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße! Dafür spülst du einen Haufen Töpfe und Pfannen! Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben.
Hol Kuhn! Die packen wir easy. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Oh yeah! So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Aus dir, ich mache eine richtig saftige Bracciola. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Hier geht's gleich heiß her! Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Ja, das ist ein guter Bluter. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Stillhalten! Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Ich störe ungern bei der Pizza-Party. Ja, ja, das soll euch eine Lehre sein. Unterschätzt niemals die Kräfte von Diabetes. Ich mache Blattgegner wie Pizza. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Human Kite, startbereit! Gern geschehen! Hey, danke! Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Ja! Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Piadina! Wie der Wichser abgeht! Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn and Friends nicht gewachsen. Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit. Und Kuhn and Friends, musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Nicht so schüchtern. Wie soll ich mich hinstellen? Okay, kannst ihn raushauen. Diabetes Schmetterschlag! Wir haben's geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Kuhn ist im Kampf.
Bimbam, was ist das? Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ihr auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick! Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Classy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichsern nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh. Was zu... Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den's gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lass ich ihn niemals ans Steuer. Dann stirb. Kein Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt Sharon da raus, du kleiner Penner. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Ja! Ich fühle keinen Schmerz. Zeig ihnen, was du drauf hast! Warte, ich bin auch Diabetiker, also bitte hau mich nicht. Captain Diabetes macht keine Ausnahme für Schurken mit Diabetes. Lass dich nicht so vermöbeln, duck dich mal oder so. Ein frischer Wind zieht auf. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, danke. Shit, Sekunde, Nachricht von Sharon. Ich kann nicht schreiben, wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten, ich kämpfe gerade. Kacke-Emoji. Mein Schlüssel! Ja, tu ihnen weh! Ihr dreht voll am Rad! Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wehe, du verlierst, Nigger! Oh shit, das hat sicher wehgetan!
wurde aber auch Zeit. Fuck, die ist ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde. Komm, bald nach Hause. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, XO. Ja! Da hat sich das Geglotze doch ausgezahlt. Hau diese Bitches richtig wund! Wir haben die Macht des Rotweins wohl unterschätzt! Shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Die müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern. Kinderspiel. Okay, ich nehme ein Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer. Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakia Baba oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Eric Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Buca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest.
Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Wie soll das gehen? Das war dumm. Okay, Arschlot. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmaleins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Kann ich von Nutzen sein? Bis dann. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Gerechtigkeit von oben! Ich verlasse mich auf dich. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Und der Arsch! Kuhn, Krallen raus! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Pew, pew. Kleiner Rückschlag. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Ja! Das läuft genau wie geplant. Ich mach nur meine Arbeit. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich red erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken.
Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Du weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Mietis, ich hab Bock auf Pornos! Ah! Wer will zuerst? Mach sie fertig, Saftsack! Was? Sechstklässler können nicht sterben! Wir sind unsterblich! Hast du verdient? Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Den habe ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Hier kommt der Kron. Ah! Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Ich bin dran. Ja! Grünstiges Fisting. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Voll machen! Ich bin drin! Okay. Pew, pew. Laseraugen gefällt mir. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Hara! Nimm das, Zwerg! Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Vorsicht, Kuhn! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Hör mal los! Diabetes fordert wieder ein Opfer. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken.